Thank you.
Filios vestros, benedictio
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra. Lucis Creator optime, potentes
nos raspice, atquat protegendum nos, dexteram tue maestatis extende, per Dominum nostrum Iesum Christum virium tuum, qui te quidat regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Christi Bruderschaft St. Pius X. an die allerseligste Jungfrau Maria und ihr schmerzhaftes und unbeflecktes Herz. Zu dir, unbefleckt empfangene Gottesgebärerin, nehmen wir unsere Zuflucht in dieser Stunde voll Bedrängnis für das Menschengeschlecht. Zu dir rufen wir in diesen beispiellosen Stürmen, die die Kirche bis in ihre Grundfeste erschüttern. Eins hast du zu Füßen des Kreuzes mitgelitten im Leiden deines göttlichen Sohnes. Wie könntest du dich nicht, dich angesichts des Leidens seines mystischen Leibes der Kirche heute nicht von Mitleid rühren lassen? Wenn der Kommunismus über all seine Irrtümer in solchem Maß verbreitet, dass auch die Kirche von ihnen angesteckt wird, berichtet ihn wieder, der Virus seines falschen Kommunismus zahllose Seelen, in der die einen der Einheit im wahren Glauben und der einzigen Arche des Heils entfremdet, denn alle inmitten so vieler Ruinen und solchen Verrates möge es Gott nach deinem Beispiel alter Zeiten gefallen, diese unsere Priesterbruderschaft als eine kleine Kampftruppe für den Wiederaufbau zu bereiten, die ihrer Schwachheit voll bewusst sich heute an dich wendet, du mächtige Jungfrau, du Hilfe der Christen. Angesichts der Größe der uns anvertrauten Aufgabe misstrauen wir unseren eigenen Kräften und wollen uns unter deinem mütterlichen und mächtigen Schutz stellen.
Kriegsherr, denn dir ist von Anbeginn verheißen, dass du das Haupt der Schlange zertreten wirst. Inmitten der uns von allen Seiten bedrohenden Gefahren flehen wir zu Gott, der sich gewürdigt hat, uns zu Dienst an seiner Kirche zu berufen. Er möge diese unsere Berufung huldvoll durch dich besiegeln, du Arche des Bundes. Gesegnet vom Wunsch deiner Berufung und deiner Berufungsmehren, werfen wir uns heute, unbefleckte und feine Jungfrau, vor deinem Thron der Gnade nieder, um der kindlichen Liebe Christi, deines Sohnes zu dir, unseren kleinen Beitrag hinzuzufügen. Wir reihen wir deshalb unwiderruflich unter dem besonderen Titel deines schmerzhaften und unbefleckten Herzens, unsere Priesterbruderschaft St. Pius X., mit ihren Priestern, Seminaristen, Brüdern, Schwestern, Oberatinnen und Tertiaren, ihrer ganzen geistlichen Familie. Damit du von nun an Eigentümerin unserer Bruderschaft seist, bringen wir dir in Form einer Schenkung in deine Hand für immer unser Eigentum und unsere Häuser dar und übergeben sie dir, damit sie wahrhaft dein seien. Uns selbst übergeben und weihen wir dir ganz mit Leib und Seele, damit du nach deinem Wohlgefallen über uns verfügst. Auch die uns anvertrauten Seelen übergeben wir dir, damit du sie unter deinem mütterlichen Schutz behütest. Endlich empfehlen und überlassen wir dir unser Apostolat, damit es von nun an dein Apostolat sei. Da unsere Bruderschaft also nunmehr dein Eigentum ist, so halte du sie fest, du Turm Davids, damit sie niemals vom rechten Weg abirren kann. Bewahre, o getreue Jungfrau, jedes einzelne ihrer Mitglieder in unerschütterlichen Verbundenheit zu ihr. Erhalte unseren Glauben jungfräulich rein, o reinste Jungfrau, die du die Macht empfangen hast, alle Häresien auf der ganzen Welt zu überwinden. Erhalte, o gnadenvolle, die Kirche, das Messopfer, nach dem alten, erwürdigen und gnadenbringenden römischen Ritus und bewahre uns in unerschütterlicher Treue zu ihm. Lass, o Königin, aller Heiligen mitten unter uns die Heiligkeit des Priestertums, des Ordenslebens und der Familien erblühen. Gewähre uns endlich, o Mutter des ewigen Hohen Priesters, die Gnade an der Erneuerung des katholischen Priestertums und dadurch am Aufleuchten der priesterlichen Seele Christi mitzuwirken, deren strahlender Glanz schließlich sein Reich über die Menschen, die Familien und die Nationen ausbreiten und befestigen wird. Im Vertrauen darauf, Apostel Jesu und Maria zu sein, geloben wir, o Königin der Märtyrer und Erkenner, bis zu unserem letzten Atemzug mit all unseren Kräften darauf hinzuarbeiten, alles in Christus zu erneuern, sein Reich auszubreiten und den glorreichen Triumph deines schmerzhaften und unbefleckten Herzens, o Maria, herbeizuführen. Amen.
Deus salutis eterne Pater Maria Virgina de fecunda humano generi premia prestidisti. Tribu equesum usud ipsam pro nobis intercedere essentiamus. Per quam merium is auctorem vite suscipere Dominum nostrum Iesum Christum virium tuum. Neben wir der Trübsal unsere Zuflucht, wir haben deine heilige Braut um ihre Hilfe angerufen. Nun bitten wir auch dich vertrauensvoll und deinen väterlichen Schutz, um der Liebe willen, die dich mit der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter verbunden hat, um der väterlichen Liebe willen, mit der du das Jesuskind umfangen hast, bitten wir dich flehentlich. Schau gütig herab auf die Kirche, die Jesus Christus durch sein Blut sich erworben hat, und komm unseren Nöten durch deine Macht zu Hilfe. Nimm, o fürsorgliche Beschützer der heiligen Familie, die auserwählte Kinder Jesu Christi unter dein Obhut. Liebreicher Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch Irrtum und Verderbnis. Du starker Beschützer, steh uns vom Himmel aus gnädig bei, in unserem Kampf mit der Macht der Finsternis. Wie du einst den Knaben Jesus aus der höchsten Lebensgefahr gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes wider alle Nachstellungen ihrer Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit. Jeden aus uns nimm unter deinen ständigen Schutz, dass wir nach deinem Beispiel und mit deiner Hilfe heilig lieben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im Himmel erlangen. Amen. Herr, schenk uns Priester. Herr, schenk uns Priester. Herr, schenk uns heilige Priester. Herr, schenk uns heilige Priester. Herr, schenk uns viele heilige Priester. Herr, schenk uns viele heilige Priester. Herr, schenk uns viele heilige Ordensberufungen. Herr, schenk uns viele heilige Ordensberufungen. Herr, schenk uns katholische Familien. Herr, schenk uns katholische Familien. Heiliger Pius der Zehnte, bitte für uns. Omnium fiderium pastore rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue presse volisti propitius respice. Dai quesumus verbo ad exemplo quibus pres proficere, ut ad vita monacum grege sibi credito perveniacem aeternam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Anem de celu. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili basse in tua memoriam reliquisti, tribue quesumus ita nos corporis et sanguis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis ugiter sensiamus, vis et regnas in saecula Gepriesen sei sein heiliger Name. Gepriesen sei Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Gepriesen sei der Name Jesus. Gepriesen sei sein heiligstes Herz. Gepriesen sei sein kostbares Blut. Gepriesen sei Jesus im allerheiligsten Sakrament des Altars. Gepriesen sei der Heilige Geist, der Tröster. Gepriesen sei die erhabene Gottesmutter, die allerseligste Jungfrau Maria. Gepriesen sei ihre heilige und unbefleckte Empfängnis. Gepriesen sei ihre wunderbare Himmelfahrt. Gepriesen sei der Name der Jungfrau und Mutter Maria. Gepriesen sei der heilige Josef, ihr reinster Bräutigam. Gepriesen sei Gott in seinen Engeln und Heiligen. Gepriesen sei Gott in seinen Engeln.